Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Krawallnacht von Stuttgart hat ein Gewaltpotenzial in einer Dimension offenbart, das in meiner Heimat in Baden-Württemberg bisher seinesgleichen sucht. Wir haben einen Kontrollverlust des staatlichen Gewaltmonopols erlebt, das bisher seinesgleichen sucht. 5 Stunden lang hat es gedauert, bis in Stuttgart die öffentliche Ordnung wiederhergestellt worden ist. 5 Stunden, in denen Polizisten zu freiwillig erklärt worden sind, in denen Geschäfte geplündert wurden und in denen unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger verbal, aber auch körperlich angegriffen wurden. Diese Täter haben ein widerwärtiges und schändliches Verhalten offenbart, das meine Fraktion in tiefer Abscheu verurteilt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Polizei den Rücken stärken, das wurde richtigerweise in den vergangenen Tagen von unterschiedlichen Fraktionen in diesem Haus gesagt, und dahinter versammeln wir uns. Aber es darf auch keine leere Worthülse werden. Wer in einer wichtigen Rassismusdebatte in unserem Land einseitig und stigmatisierend die Polizei in eine Ecke stellt, wie der SPD-Vorsitzende Esken, der stärkt der Polizei eben nicht den Rücken. Wer mit Schaum vor dem Mund Thesen vertritt, wie wir es gerade gehört haben, der stärkt der Polizei nicht den Rücken. Wer aber auch Scheuklappen aufsetzt und Ursachen nicht sehen will, die dazu geführt haben, der stärkt der Polizei eben auch nicht den Rücken, sondern wir stärken der Polizei den Rücken, wenn man sachlich aufklärt, was tatsächlich geschehen ist und die notwendigen Konsequenzen zieht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese sachliche Aufklärung, die habe ich durchaus bei Verantwortlichen vermisst. Da war die Sprache von Partyszene. Eine Partyszene, die für diese Taten verantwortlich gewesen sein soll. Liebe Kollegen, ich war als junger Mann auch mal Teil dieser Stuttgarter Partyszene. Und ich kann Ihnen sagen, die trifft sich nicht am Eckensee in Stuttgart. Die trifft sich in der Theodor-Heuss-Straße oder beim Hans im Glückbrunnen oder woanders. Aber umso mehr hätte ich mir schon gewünscht, dass gerade der grüne Oberbürgermeister Kuhn hier mal ein Wort spricht. Der sollte eigentlich die Verhältnisse kennen, und dass dieser Mensch schweigt. Das zeigt auch eine bestimmte Einstellung, weil dieses Wort von Partyszene ja nicht nur junge Menschen diskreditiert, die friedlich feiern wollen, sondern weil es ein Problem verharmlost, das aus meiner Sicht besteht in Stuttgart. Peinlich und unprofessionell war aber vor allem der Innenminister des Landes Baden-Württemberg, Herr Thomas Strobel, der sich in einem SWR-Interview zu Wort meldet und sagt, Zitat, ich habe mich schon im letzten Jahr darüber gewundert, was sich gerade in den Abendstunden dort tut, Zitat Ende. Wir fragen uns, was hat eigentlich Thomas Strobel im vergangenen Jahr gemacht? Wo war denn der Anlauf einer Sicherheitskooperation in Stuttgart? Er hat schlicht und einfach die Hände in den Schoß gelegt und damit die Polizistinnen in Stuttgart im Stich gelassen, liebe Kollegen. Und das geht ja noch weiter. Strobel vor einigen Tagen in der Stuttgarter Nachrichten, Zitat, da ist alles dabei, vom Betrunkenen bis zum gewalttätigen Linksextremisten. Die Linksextremisten hätten keine untergeordnete Rolle gespielt, so Strobel. Das ist ja ein alarmierender Befund. Und wir haben mal nachgefragt bei der Bundesregierung im Innenausschuss, was sind denn das für linksextremistische Gruppen, die da dahinter stehen? Antwort, wir haben keine Erkenntnisse. Das Land Baden-Württemberg hat momentan keine Erkenntnisse. Lieber Herr Strobel, wenn Sie Erkenntnisse besitzen, dann müssen Sie sie offenlegen. Und wenn Sie keine haben, dann gebietet es, dass ein Innenminister sich nicht an Mythenbildung beteiligt, sondern faktenbasierte Aufklärung der Vorwürfe voranbringt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 37 von 500 Tatverdächtigen sind ermittelt. Und es ist klar, wir sind am Anfang der Aufklärung und wir erwarten, dass alle diese 500 Personen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir müssen auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Das ist klar geworden. Herr Frey hat einige Punkte genannt, was die Stadt Stuttgart angeht, aber zur Wahrheit gehört auch, wenn die Polizei in Stuttgart beispielsweise die fehlende Schutzausrüstung bemängelt in einem Einsatz, dann ist nicht die Stadt Stuttgart verantwortlich, sondern der Innenminister Strobel. Wenn wir zu wenig Richter- und Staatsanwaltsstellen haben in Baden-Württemberg, damit die Strafe auf den Fuß folgen kann, dann ist nicht die Stadt Stuttgart verantwortlich, dann ist Innenminister Guido Wolf von der CDU verantwortlich, liebe Kollegen. Und wir müssen uns auch im Bund die Frage stellen, wo können wir besser werden, beispielsweise beim Thema von Abschiebungen vollziehbarer Ausreisepflichtiger. 16 Personen der Tatverdächtigen haben keinen deutschen Pass, und da müssen wir genau hinschauen, an was das gelegen hat. Aber alles in allem, es ist ein gesellschaftliches Problem.
dem wir uns stellen müssen. Und da helfen auch keine Strafverschärfungen von Normen, sondern da hilft eine gesellschaftliche Debatte, die eine Rechtsstaat täglich anfordert. Und da Ihre Redezeit ist jetzt auch abgelaufen. Und das Wort hat die Kollegin Ute Vogt, SPD.